Und damit hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich habe mal nachgeschaut. Also diesmal ist es ausnahmsweise, man muss es ja wirklich so sagen, so, dass ich noch mein Level habe, mit dem ich mich ausgelockt habe. Und anscheinend bin ich auch wirklich da, wo ich mich ausgelockt habe, beziehungsweise im Raum bin ich auf jeden Fall und ich hoffe, alles andere ist auch noch da. Wir werden eben einen Brief lesen. Danach müssen wir allerdings mal kurz gucken, weil ich meine, wir hatten noch eine Sache unterwegs gefunden, dass wir noch was abgeben müssen bei dem Museumstypen oben. Oha, Sigurds Brief lesen. Somas Brief lesen. Oha, oha, oha. Okay, wir fangen mal ganz oben an mit Sigurds Brief. Sigurds Brief. Eivor, wie auch immer. Ich hoffe, dieses Zimmer entspricht deinen Bedürfnissen. Ach so, Moment. Wird jeden Brief, den du erhältst, in diese Kiste legen. Ach, das sind die alten Briefe. Okay. Ich würde gerne einen neuen Brief lesen. Somas Brief haben wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Brief von Soma, Eivor. Heute kamst du mir in den Sinn. Ich dachte daran, wie ich mich fühlte, als ich Granta Bridge verlor. Die Wut, die Zweifel. Du halfst mir dabei, meine Stadt zurückzuerobern. Und noch so viel mehr. Du halfst mir wieder zu erlangen, was ich in mir selbst verloren hatte. Heute sind mein Volk und meine Stadt stärker denn je. Ich bin wieder ihre stolze Anführerin, Soma. Das ist schön. Das liest man doch gerne. So, dann mal die ganz neuen lesen. Norwitz Nachricht. Eivor, die Götter meinen es gut mit uns. In einer Höhle nahe Norwig sah ich eine Legende. Björn den Berserker. Ein großer weißer Bär läuft an seiner Seite, während mercische Soldaten ihm nachstellen. Nordwig der Speer. Okay, in einer Höhle nahe Norwig. Eine Legende. Ist das jetzt, muss ich dann gegen den Bären kämpfen? Oder gegen Björn, den Berserker? Oder ist das jetzt ein Verbündeter? Ich Björn weiß es nicht. Blutzahn. Berserker sind wilde Feinde, aber mächtige Verbündete. Seine Kraft würde unsere Siedlung stärken. Ich sollte ihn aufsuchen. Danke, Eivor. Wenigstens hast du mir eine Antwort gegeben. Okay, dann lesen wir den nächsten Brief auch noch eben. Sunifas Nachricht. Eivor, die Götter haben uns verflucht. Eine sächsische Abtissin namens Wulfhilda ist in einem kleinen Dorf am westlichen Rand East Englas aufgetaucht und verbreitet Geschichten über ein schreckliches Ungeheuer. Ich habe dieses Biest zwar nie gesehen, doch sie behauptet, es wandere über das Land und tötete Vieh. Die Abtissin möchte der Gefahr ein Ende setzen, doch fehlt ihr die Fähigkeit, einen echten Draug der Unterwelt zu bekämpfen. Wir haben hier eine Gelegenheit, Ruhm für unseren Clan zu erringen. Sunifa, die Späherin. Okay. Ich sollte diese Äbtissin Wulfhilda aufsuchen. Okay. Also, zwei neue Quests. Das ist super. Wir sollten eigentlich auch nochmal mit ihr sprechen, glaube ich, oder? Sei gegrüßt. Hi. Theolbert, geht es dir gut? Ja, aber ich wünschte, ich wäre der Herausforderung gewachsen, die vor uns liegt, statt mich hier im Langhaus zu verstecken. Du bist genau da, wo du gebraucht wirst. Du verteidigst die Menschen. Und dich. Ich weiß. Nur. Unsere Truppenstärke ist ausreichend. Und dein Vater würde mir einiges an den Kopf werfen, wenn dir irgendetwas zustoßen würde. Ich weiß. Ich wünschte nur, der Schatten meines Vaters würde nicht über meinem Aufenthalt liegen. Ich will von euch lernen, nicht euch beobachten. Das glaube ich gern. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Kein Thema, dass ich jetzt mit ihm rede, obwohl ich sie angesprochen habe, aber ist in Ordnung. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So,
So, zwei haben wir ja schon, wobei ich eigentlich gedacht habe, dass es schon drei gewesen sind. Okay. Das ist für Stufe 55, die wir ja mittlerweile überschritten haben. Und die sind beide für Stufe, ja, beide für Stufe 90. Also würde ich sagen, Stimmt kümmern wir es, uns dass diese darum. dänischen Eindringlinge aus East Anglia kamen? Ja, sie dienen einem Mann namens Röth. Er scheint Zwietracht zwischen Sachsen und friedlichen Nordleuten zu säen. Vor Jahren hofften die Söhne Ragnars, das Land zu befrieden. Sie ernannten einen Statthalter namens Finn, um einen passenden Sachsenkönig zu finden. Doch seitdem verfiel das Reich ohne einen König zusehends, der wenige verbleibende Frieden von grausamen Plünderern zerstört. Ich schlage vor, du brichst nach East Anglia auf und findest heraus, was ihr Statthalter falsch macht. Das werden wir tun. Gut, ich reise nach Osten und spreche selbst einmal mit diesem Finn. Ein guter Plan. Pass auf dich auf. Das werde ich tun. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ach so, das ist draußen. Okay. Das sind aber, glaube ich, nur die Punkte zu den Quests, wenn die zu weit weg sind oder so. Ich weiß es nicht genau. Ist mir auch egal. Oh, mein Süßer. Aber ich kann dich immer noch nicht streicheln, oder? No. Ja, in der letzten Folge haben wir ja einen neuen Freund oder eine neue Freundin. Ich finde immer noch, der Wolf sieht sehr Glaubst du weiblich wirklich, ein aus bekommen. Spottstreit könnte sich mit einer Saga messen? Mit wahrer Dichtkunst? Messen? Er übertrifft sie allemal. Er ist schnell, gewitzt und für alle zugänglich. Meine ist die Kunst der Massen. Was geht hier vor sich? Holmgeir möchte die Kunst des Spottstreits in den Dreck ziehen. Ich weise ihn zurecht. Es ist grobschlächtig, ungenießbar und unerfreulich. Ich würde dich ohne jede Übung schlagen. Könntest du nicht, du neunmal Tumba. Eivor, richtest du über unseren Spottstreit? Okay. Ich spiele nur zu gern die Richterin, Brüder. Zeigt mir, was ihr könnt. Ich fange an. Wie ein Ei dem anderen gleicht Holmgar mir. Doch er ist nur ein Kiesel und ich ein Saphir. Als Zwillinge einzig die Dichtkunst uns trennt. Und zeitlebens sieg ich und Holmgar flennt. Nicht übel, aber pass mal auf. So ein Spottstreit ist albern und leicht vorgebracht. Man muss nur dafür sorgen, dass irgendwer lacht. Doch im Leben zählt anderes um so vieles mehr, wie die Dichter und die Maler und die Kunsthandwerk-Kehr. Ja, Kehr. Ha, was hältst du davon, Eivor? Ganz ehrlich. Also es hat nicht schlecht angefangen, aber der Rest war da nicht so toll. Alvis hat eindeutig gesiegt, Holmgeir. Von dir habe ich nichts anderes erwartet, Eivor. Du hast kein Ohr für solche Dinge. Eine Ja. Schande. Vielen Dank, Eivor, dass du die natürliche Ordnung anerkennst. Eieiei, der ist wahrscheinlich jetzt sauer auf mich. Ja, sorry, aber der eine, der hat das so schön aus dem Ärmel geschüttelt. Und der zweite war halt nicht so gut. Du bist hoffentlich nicht tot. Ich hoffe, du schläfst nur. Nee, der schläft nur. Der ist so komisch am Zucken, aber ich denke mal, er schläft nur. Dass sich der Hund mit dem Wolf gut versteht, das ist schon krass irgendwo. Moment, was war das? Ein Brief? Maximilians Anschuldigungen. Glaubst du wirklich, ich wüsste nicht, dass du es warst? Osberott? Oh ja, ich kenne deinen wahren Namen. Du schickst mir dein kleines Hühnchen auf den Hals, um mir eine Statue zu stibitzen. Das passt zu dir. Was heißt hier stibitzen? Ich habe dafür teuer bezahlt, ja? Trotz deines mangelnden Respekts werde ich keine Rückgabe verlangen. Denn wenn du so tief sinken musst, von mir zu stehlen, hallo? Um deine eigene kümmerliche Sammlung zu bereichern, ist meine Überlegenheit, denke ich, bereits bewiesen. Maximilian. PS, du stinkst nach Pisse und dein Handlanger auch. Also mich kann er nicht meinen. Ich bade immer wieder. Octavian. Ah, salve, Eivor. Wie geht's dir? Gut, besten Dank. Eine Frage. Sagt dir der Name Gutbahn irgendwas? Gutbahn? Das ist kein Latein, oder? Ich halte es für einen Namen, aber ich kenne niemanden, der so heißt. Vielleicht ist es ein Deckname.
Ein falscher Name. Also, kamst du zu mir? Wieso sollte ich etwas über falsche Namen wissen? Denkst du etwa, mein Name wäre falsch? Nein. Ist er das? Ich heiße Octavian. Und ich hieß schon immer Octavian. Also, bitte, Eivor. Ich bin derzeit äußerst beschäftigt. Guten Tag. Na. Ach so, ich habe nur ein Artefakt. Ich brauche aber 5. Ja, gut, okay. Ich dann können los. Wir noch nichts abgeben. Bis bald. Bonum fortunam, Eivor, auf all deinen Wegen. Aber es war trotzdem, ja, nicht sehr aufschlussreich. Aber, ich dachte gerade, hier ist noch irgendwas, was man lesen kann. Ist aber nicht. Na gut, dann... Oh, Entschuldigung. Was haben wir hier eigentlich nochmal? Nein, du sollst dir das angucken? Achso, das war Festmahlstärkung, okay. So, 200... 35, das heißt, ach so, das ist für Attentatschaden. Ah. Sollte ich mir merken. Ich meine, mit der Zeit müssen wir das sowieso alles mal verbessern hier. Ja, jetzt müssen wir aber mal gucken, weil das eine, das war ja eher eine kleinere Quest, die ich nebenbei noch kurz machen wollte. Der geheimnisvolle Berserker. Ne, das war ganz weit unten, glaube ich. Tekla wurde ausgeraubt. Genau, finde heraus, wer Gutbahn ist. Die Diebe sucht nach einem Sachsen namens Gutbahn. Suche in der Siedlung nach ihm. Ach so, deswegen hat die den darauf angesprochen. Ah, verstehe. Kann ich mit dir auch sprechen bezüglich... Ja, sieht so aus. Ruadan. Ah, Eivor, wie ist es dir ergangen? Mir geht es gut, Ruadan. Ich habe nur eine kurze Frage. Kennst du jemanden namens Gutbahn? Gutbahn? Sagt mir gar nichts. Sollte ich ihn kennen? Das hat mit Sollen nichts zu tun. Ah, ist es ein Pferd? Nein, es ist... Eine Liebelei? Nein, Ruadan, es ist... nicht wichtig. Und doch kamst du her, um mich zu fragen. Danke für deine Zeit. Eivor, Grüße. Ja, irgendwie hat er ja recht, ne? So, mit ihr spreche ich mal nicht, weil die wird wahrscheinlich nichts darüber wissen. Wen haben wir denn noch vorne? Scheint auch jemand zu sein, den ich fragen soll. Nachdem ich jetzt auch verstanden habe, was die Symbole bedeuten. Weil das ja nicht diese üblichen Quest-Symbole waren. Deswegen war ich ein wenig irritiert. Fragen wir mal bei der Händlerin nach. Die muss sowas doch wissen. Oder vielleicht ist es ihr Name. Moment. Das ist gar nicht die Händlerin. Aber... ich gehe mal kurz zur Händlerin. Gehst du da jetzt durch? Hey. Zur Händlerin rein, was ihr nämlich noch nicht. Was kannst du mir heute anbieten? Und ich wahrscheinlich jetzt auch nicht zeigen kann. Doch, ich habe noch Plunder. Das habe ich nämlich immer mal wieder zwischendurch gemacht. Finde ich ein neues Zuhause. Dass ich den ganzen Plunder, den ich so unterwegs bekommen habe, immer bei der Händlerin verkauft habe. Manchmal gibt es ein bisschen mehr Silberlinge dafür, manchmal ein bisschen weniger. Und das nur so als kleiner Tipp, weil wir immer wieder... Du brauchst das doch, auf jeden Fall. Ja, 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 weil wir immer wieder Leder und Eisenerz brauchen. Die könnt ihr nämlich bei eurer Händlerin für jeweils nur ein Silberling pro Stück kaufen. Jedes Mal, wenn ich dann etwas verkauft habe, kaufe ich mir immer wieder so einen Batzen von 200 Stück. Von beiden, also so lange, wie ich noch Geld habe natürlich. Dauert immer leider ziemlich lange, bis man dann alles hat. Du nutzt es mit Bedacht. Ja, ja, ja. So, wie gesagt, vom Eisenerz mache ich das Gleiche, weil wir davon nämlich auch teilweise sehr viel brauchen, um dann wieder unsere Beutel unter anderem zu erhöhen. So. Sowas kann man doch immer gebrauchen. Mahlzeiten, habt ihr glaube ich schon mitbekommen, kann man hier auch kaufen und Kohlebachen, wobei ich sagen muss, die sind mir wiederum wirklich zu teuer. Da sind zwar auch nur 3 drin, aber die sind mir das echt zu teuer. Das kaufen. Das ist aber nur das Schild. Ich wollte gerade sagen, warum ist jetzt hier so ein Pfeil drauf, als ob das besser wäre als meins, was ja. Ist dein Einkauf schon erledigt? Ja, mein Einkauf ist erledigt. Vielen Dank. Nun muss ich gehen. Auf bald. Wir sehen uns, Eivor. So, was mir gerade auch noch einfällt, ich habe vorhin
als ich hier reingekommen bin. Deswegen mache ich das jetzt gleich als letztes, weil ich das sonst wieder vergesse. Habe ich nämlich eine Nachricht bekommen, dass ich zur Werft gehen soll, weil wohl jemand meinen Krieger angeheuert hat. Eivor. Muss ich jetzt mit dir sprechen? Wenn du fort warst, half dein Söldling anderen Jarls aus. Hier ist der Lohn, den er dafür erhielt. 100 Silberlinge, das ist gar nicht schlecht. Okay. Ich muss gehen. Bleib gesund. Ja. Können wir mit dir auch kurz sprechen? Hi. Ach so. Ach, das ist schon wieder jemand anderes hier. Okay. Keine Ahnung, was die jetzt hier machen. Sieht so ein bisschen aus, als ob das von mir sein könnte. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal nach oben. Wen gehen wir denn jetzt gerade? Ich weiß es gerade gar nicht. Torbjörn, Bäcker, ne? Hast du einen Moment? Ich habe mich gefragt, ob... Ich bin Gutbahn, Eivor. Das bedeutet Schlachtgebein. Nicht gerade der Name eines heiteren Bäckers, nicht wahr? Kein guter Name für einen Bäcker, nein. Wie hast du diesen Namen erhalten? Bevor ich zu euch stieß, lebte ich ein anderes Leben. Ein brutales, blutiges Leben. Ich diente einer Bande Auftragsmörder. Als ihre Klinge durchzog ich die Wälder Englerlands und tat, was immer sie von mir verlangten. Und sie verlangten stets Gräueltaten. Als ich sie verließ, legte ich dieses Schwert ins Gras und legte einen Schwur ab. Ich schwor, nie wieder auch nur einen Tropfen Blut zu vergießen, keine Menschen mehr zu töten, keine Gräueltaten mehr zu begehen. Kein leichtes Versprechen für einen harten Mann. Doch, es fiel mir leicht. Dieses Leben hier habe ich mir immer gewünscht. Nie zuvor war ich so im Gleichgewicht. Das ist alles meine Schuld. Ich habe euch das eingebrockt. Also muss ich es auch richten. Torbjörn, wer dir droht, droht auch meinem Clan. Das lasse ich nicht zu. Diese Männer sind verdorben, Eivor. Du solltest nicht meine Schlachten schlagen müssen. Hast du nicht zugehört, Torbjörn? Wer dir droht, droht auch mir. Stellen wir uns ihnen. Gemeinsam. Also gut. Wir treffen uns draußen, wenn du bereit bist. Ich glaube, ich weiß, wo wir sie finden. Okay. Ja, ich bin bereit. Ich komme mit. Wobei, kann ich kurz zwischenspeichern? Ich kann zwischenspeichern, weil ich vertraue Ubisoft ja mit dem Speichern überhaupt nicht mehr. Wo? Hallo? Muss ich mit dir nochmal sprechen? Wenn du dich deinen alten Freunden stellen willst, bin ich jederzeit bereit. Gut. Ich gehe voran. Gehst du oder du reitest? Du reitest. Sag das doch vorher. Ich will, dass du weißt, falls es zum Kampf mit meinem alten Haufen kommt, werde ich allein damit fertig. Du musst mir lediglich vergeben. Mehr nicht. Es gibt nichts zu vergeben. Du hast sie verlassen. Sie kamen dir nach. Ich werde meinen Clan verteidigen. Egal, ob mit Axt oder bloßer Faust. Du lebst genau das Leben, das du leben willst. Nicht wahr? Oh ja. Bevor wir entdeckt werden, sag mir, was uns erwartet. Werden sie sofort auf uns losgehen? Ich hoffe nicht. Nein, nichts derartiges. Das widerspricht Wolfs Vorgehensweise. Er ist äußerst gerissen und wirkt sehr freundlich, wenn man ihn kennenlernt. Man fühlt sich wie ein Freund, fast wie Familie. Ich traf ihn vor einem Jahrzehnt und er war der erste Mensch, der mich je willkommen hieß. Der erkannte, was in mir steckte. Er meinte, ich hätte eine Gabe. Für Einschüchterung, Überredung, für Gewalt. Er wusste genau, wie er meine Kraft und Größe einsetzen konnte. Okay, aber dass es der Bäcker war, das hatte ich irgendwie schon ein Gefühl. Wegen der komischen Reaktion, als wir da bei dem Händler waren. Wo müssen wir denn hin? Und was wollen Sie jetzt von dir? Sie wollen mich zurück. Sie wollen, dass ich der Mann bin, für den sie mich halten. Ein großes, starkes Monster. Wolf und die anderen waren damals die einzige Familie, die ich hatte. Aber ihre Liebe war nicht bedingungslos. Wolf liebt nur, was er besitzen kann. Und was hast du nun vor? Ich weiß, dass ich nicht zurückgehe. Ich will nicht noch mehr Blut an meinen Händen. Alles andere ist schwer abzusehen. Wer weiß, was sie im Schilde führen. Ja, das ist jetzt ein völlig neues Symbol, dieses komische Dreieck.
Bin mal gespannt, ob wir da hinreiten. Ich bin mal gespannt, wo wir überhaupt hinreiten. Irgendwie sind wir jetzt schon über die halbe Karte am Reiten. Sind das die Jungs? Wir halten an. Dieses Haus da. Wahrscheinlich sind sie dort drin. Es mag unscheinbar aussehen, Eivor, aber lass dich nicht täuschen. Und nimm Wolf nicht auf die leichte Schulter. Er ist eine Schlange. Ich traf schon viele Schmeichler, die sich als Schlangen entpuppten. Ich weiß. Nur zur Warnung. Lass uns hineingehen. Okay. Dir nach. Ja, Schätzchen, du bekommst auch noch deine... Ach so, ja, dann gehe ich halt vor. Haben wir hier auch eine Tür? Ja. Gut, Bahn, mein Junge, du hast meine Nachricht erhalten und du hast jemanden mitgebracht. Sag, wer bist du? Seine Aufpasserin? Ich bin Eivor und die Frau, die ihr bestohlen habt, war Teil meines Clans. Das werde ich nicht dulden. Ich weiß, tut mir aufrichtig leid. Aber sag... Thekla, nicht wahr? Sag ihr, dass ihr Ale eines der besten war, das wir je soffen. Ich bin fertig mit euch, Wolf. Aber wir sind noch nicht fertig mit dir, Junge. Wir gaben dir Essen, Unterschlupf, Ale und Reichtümer. Wir machten dich zu dem, der du heute bist. All das, was ihr für ihn getan habt, hat er euch mit Blut und Schweiß zurückgezahlt, oder? Du hast eine scharfe Zunge, das gefällt mir. Doch die Tinte auf diesem Abkommen war längst trocken, bevor deinesgleichen nach Englerland kam. Aber gut, wenn du Torbjörns Namen reinwaschen willst, will ich dir gerne behilflich sein. Alles eine Frage des Geldes. Vor einigen Wochen haben Soldaten meine, sagen wir, persönlichen Gegenstände beschlagnahmt. Mich wollten sie auch mitnehmen, doch ich bin ihnen entwischt. Bring mir meine Habseligkeiten zurück, sofern du es dir zutraust. Wenn du das machst, ist dein Name rein. Nein. Ich kann nicht. Ich habe mir geschworen, all das hier hinter mir zu lassen. Aber... Wenn du Torbjörn dann ziehen lässt, besorgen wir dir, was dir gehört. Wo sind diese Soldaten? Ihr Lager liegt unweit von hier im Westen. Ein Haufen dickköpfiger Tumba-Befehlsempfänger. Ihr könnt den Gestank nicht verfehlen. Dann wartet hier. Wir kehren zurück, noch ehe dir neue Hörner gewachsen sind. Gott sei mit dir, Eivor. Was mir übrigens gerade auffällt, beziehungsweise einfällt, ich hoffe, dass die Klangaufnahmen jetzt ein bisschen besser sind von den Gesprächen, weil ich habe jetzt die Gespräche verstärkt übers Menü, weil die Originallautstärke ist wirklich so dermaßen niedrig gewesen, außer die von Eivor selber. Also das passt überhaupt nicht mehr. So, dann schauen wir mal eben auf der Karte. Einfach geradeaus. Ja gut. Wie viel? Okay, da würde ich sagen, da reiten wir auf jeden Fall hin. Kommst du mit bei mir drauf? Ja, gut. Er ist auch sehr bequem, sehr weich, der Wolf. Eivor, das ist nicht dein Kampf. Du musst das nicht tun. Werde ich aber. Hör gut zu. Wenn wir das Lager erreichen, überlass alles mir. Ich werde Wolfs Hab und Gut finden und zu dir bringen. Falls ich entdeckt werde, wird es unschön. Viele werden sterben und ich will dich nicht mit hineinziehen. Du sollst deinen Schwur nicht brechen. Kein Schwur steht über der Pflicht meinen Freunden gegenüber, Eivor. Sollten sie angreifen, lasse ich dich nicht im Stich. Falls es dazu kommt. Doch bis dahin, halte dich zurück. Das werde ich. Du hast mein Wort. So, ich lasse mein Schätzelein mal hier stehen. Bleib du mal da drauf sitzen, ich mach das alleine. Also gut, warte hier und lass dich nicht sehen. Okay, die Frage ist... Breite deine Flügel aus. Es ist in dem Bereich. Okay, das heißt, ich muss so oder so den Kampf wohl starten. Ah, ich bin noch nicht im Sperrgebiet.
So. Wie komme ich denn da am besten rein? Ich könnte von oben rüber. Da kommen die nächsten. Komm, schnell. Hey, Moment! So ist brav. So, die Frage ist, kommt der andere jetzt auch? War das der oder war das ein anderer? Wahrscheinlich sieht der jetzt erstmal die Leiche, oder? Oder kommt der direkt runter? Nichts von beiden. Das Problem ist, dass mein Stick nicht mehr so richtig funktioniert. Das heißt, ich kann nicht mehr so wirklich gut zielen. Komm. 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 Okay, wie viele haben wir denn noch hier? Stehen die alle nur links? Ich meine, das ist natürlich gerade da, wo ich hin muss. Ich könnte natürlich auch einfach reinrennen und die überrennen und dann... Na, komm. Mann, zieh nicht immer nach rechts. Ich muss den anvisieren können. Los, Sühnen. 4, 5, 6, 7, 8. Hinten. Oh, da sind da auch noch einige. Okay. Das Problem ist halt, die gehen immer oben rum. Ich hoffe, dass das jetzt der letzte war, weil ich ja, ach so, da oben ist auch noch einer, weil ich ja oben rum eigentlich angreifen wollte. Beziehungsweise mich halt oben reinschmuggeln wollte. Ich darf ja nicht erwischt werden. Ah, das ist relativ. Wir sind kaum eine Bedrohung. Wir sind gespalten und versuchen nur zu überleben. Muss einfach für sie sein, vorbeizusegeln und sich die leichtesten Ziele auszusuchen. Okay, man kann hier rein. Tauschen Sie Seide und Gewürze und am nächsten Tag kommen Sie zurück. Nach Ärger aus. Gott, steh uns bei. Wir müssten jeden Mann im Schirr zwingen, eine... Was geht da vor? Die haben meine ganze Familie geholt. Schwestern, Vettern, Tanten. Tot? Du bist hier nicht erwischt? Versklavt? Ich weiß es nicht. Ausgegangen. Du wärst alles noch da. Das Schlimmste ist, dass ich mit deren Händlern das Brot gebrochen habe. Und das sind verdammt fröhliche Gesellen. Was für eine schreckliche... Das war jetzt nicht ganz so clever, glaube ich. Die Ernte verrottet, weil die Knechte mit gegen die Plünderer kämpfen müssen. Die magere Jahreszeit wird hart. So bald wird nichts und niemand die Raubzüge. Wir halten besser die Augen offen. Bezahl für deine Sünden! Okay. War dann wohl nicht mit, nicht sehen lassen. Na gut, dann stürmen wir einfach mal rein. Es war schon kein gutes Zeichen, dass ich hier in der Ecke so festgesessen habe. Ja, geh bloß nicht hier aus der Ecke raus. Komm. Ich beschäftige die Ratte. Was macht die denn?
Weich bloß nicht aus. Verfluche dich! Verteilt euch! Wir schaffen das! Ja, das schaffen wir. Wir schaffen, das ist ein ziemlich dämliche, veralterte Phrase, die man vielleicht nicht benutzen sollte, weil sie nur Negatives hervorruft. Du sollst dich bedeckt halten und mir nicht irgendwie nacheifern oder so, Junge. Boah, komm, nimmt der jetzt den Loot mal an? Du verdammter Scheißhaufen. Dann halt, ach, jetzt kann er es. Folgt mir! Dein Ernst, der geht nach oben und schon ist er mit einem Schlag, ist er hier. Er sollte sich doch nicht blicken lassen, der Trottel. Wäre nur schön, wenn ich ihn mal sehen würde. Dein Ernst jetzt? Was macht er denn die ganze Zeit? Der sollte sich nicht blicken lassen? Und alle 10 Sekunden oder was muss ich den immer wieder hochholen? Achso, das sind die Pfeile. Gleich ist es vorbei. Ja, das stimmt. Du entkommst nicht, du räudiger Köter! Was wird das? Warum sind die kaputt gegangen? Was soll das? Nein, was macht die? Mann, Eivor! Kannst du mal schlagen? Nein, du sollst plündern. Los. Ist jetzt hier keiner mehr? Okay. Du hast sie. Ja. In der Tat. Bringen wir sie zu Wolf. So gut hätte ich das nie hingekriegt. Naja. Also, ja, das habe ich gemerkt. Ist das die Art von Arbeit, die du mit Wolf und seiner Räuberbande erledigt hast? So ein flinker Beutezug, meinst du? Das war nur ein kleiner Teil. Meist bestahlen wir die Armen, töteten die Hilflosen und betrogen die Törichten. Sehr schön, was haben wir denn hier? Speerlager. Ardrick und seine Leute haben Lager auf der anderen Seite des Flusses errichtet. Sie sind versteckt und haben gute Sicht in beide Richtungen. Auf unserer Seite stehen Männer bereit und warten auf ihr Signal. Ein flammender Pfeil, der in die Höhe schießt. Jedes dänische Langschiff, das hier entlang kommt, wird in unerbitterliches Kreuzfeuer genommen. Wir werden ihre Schiffe versenken und dann die Überlebenden töten, noch bevor sie das Ufer erreichen. Die besten Tage lassen mich heute noch schaudern. Die schlimmsten mich mit Abscheu. Lass es hinter dir. Erinnere dich nur an das, was dich zu einem besseren Mann macht. Ich muss sehen, was du siehst. Ich glaube, dann haben wir alles, ne? Ja, perfekt. So, wir sollen das Ganze rüberbringen. Hallo. Wieso kommt mein Reittier nicht? Hallo. Ihr Reittier nicht verfügbar. Was soll denn das? Speichern kann ich auch nicht. Was soll denn der Quatsch?
Aber im Wasser, da kann ich mein Reittier rufen oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Komm, steig auf. Wer kann das? Oder du nimmst dein eigenes Pferd. Auch kein Thema. Oh. Frage ist nur, wie kommen wir jetzt hier hoch, wenn wir auf dem Wolf sitzen? So. So, ja. Ich hätte direkt reinstürmen sollen. Das war irgendwie aber auch eine sehr, sehr ungünstige Position, wo ich dann reingegangen bin. Ich habe gedacht, okay, ich könnte die ablenken, den einen im Meuchelmorden, dann habe ich schon mal einen weniger. Aber das hat irgendwie alles nicht so hingehauen, wie es eigentlich sollte. Aber ist nicht schlimm. Ich meine, am Ende waren sie dann tot. Ich hoffe, er ist jetzt mitgekommen. Bist du dabei? Du bist dabei, sehr schön. Au. Oh, oh, sie sind zurück. Wir haben dein Plunder. Wunderbar. Legt alles hier hin. Das Buch. Natürlich, ich halte mein Wort um Himmels Willen. So wenig Vertrauen heutzutage. Es sind wahrlich dunkle Zeiten. Das war's. Wir sind quitt. Ei, du bist ein freier Mann und darfst bis an dein Lebensende deinen Hungerlohn als Thorbjörn, der traurige Bäckersmann, verdienen. Doch du, Eivor, falls dir das Siedlerleben je zu behäbig wird, könnten wir jemanden mit deinen Fähigkeiten immer gut gebrauchen. Denk drüber nach. Bringe ihn in die Siedlung, okay. Steig auf oder nimm dein eigenes. Dann nimm dein eigenes. Moment. Hä? Wieso haben wir jetzt auf einmal zwei Wölfe? Das muss ich mal eben screenshotten. Das glaubt mir sonst keiner. Ja, zweimal mein Wolf steht hier. Auch nicht schlecht. Gut, dann reisen wir mal schnell in die Siedlung. Thorbjörn, bist du zufrieden? Oh ja, ich kann dir gar nicht genug danken, Eivor. Ich rechnete mit dem Schlimmsten, als ich meinen alten Namen Gudbrand vernahm. Er beschwor viele grausame Erinnerungen herauf. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Wie kamst du zu dieser Bande? Nach dem Tod meiner Mutter brauchte ich eine Familie. Wilf bot sie mir. Er sah mich an, nahm mich auf und sagte mir, wer ich war, wer ich sein könnte. Dieses Zugehörigkeitsgefühl brauche ich nicht mehr. Ihr habt mich so angenommen, wie ich bin. Das ist das größte Geschenk für mich. Frieden. Viele Menschen sind gefasst, weil sie nie einem Sturm ins Auge sahen. Du hingegen hast den Sturm mit Erfolg durchsegelt. Das kann nicht jeder behaupten. Das bedeutet mir viel. Hab Dank. Huh. Braves Wölfchen. Oh, ich habe gerade gedacht, wir sterben jetzt beide. Ja, komm, geh runter. Los, sag ich. Heute noch. Ist nicht dein Ernst jetzt, dass du da von dem... Sag mal. Wolf, hallo. Du bist doch schon fast auf dem Boden. Es tut gut, wieder zu Hause zu sein. Nun ja, sofern ich mir nicht selbst die Möglichkeit genommen habe, dies mein Zuhause zu nennen. Thorbjörn, du bist hier trotz allem stets willkommen. Du schuldest uns nichts außer deiner Arbeit, die du liebst. Verstehe. Die Bezahlung erfolgt in Brotlaiben. Das kriege ich hin. Warte. Etwas aus deiner Vergangenheit ist noch übrig. Ja, das Auftragsbuch. Wirf es fort. Verbrenne, was war. Mit Freuden. Ja, Mann voller Geheimnisse. Naja, also ich meine, dass er ein Geheimnis hat, das wussten wir ja auch schon vorher. Ich mache es jetzt kurz und schmerzlos, da wir schon sehr, sehr weit über unsere Zeit drüber sind. Wir sehen uns für die nächste Quest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.